face again. Do it up now. Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Diesmal ist es Nacht und eigentlich hatte ich jetzt vor, euch die Villa 2.0 fertig zu zeigen. Erstmal muss ich euch hier noch ein paar Details zeigen, und zwar habe ich hier vorne jetzt, hier ist ein Schwein zu Besuch, das kommt hier aber nicht rein, da habe ich hier halt so einen Zaun hingeklatscht. Und dann habe ich hier noch zwei nette Schilder gemacht, einmal die zwei fürs zweite Haus hier auf der Insel und Betteln verboten. Ja, das will jetzt hier anscheinend den Vorgarten, egal, wir sind der Tierlieb. Und ja, jetzt ist gerade Folgendes passiert, und zwar ein riesiger Crash. Ich zeige euch erstmal noch nicht zu viel, aber ihr seht schon, es ist komplett im Arsch, diese Scheiße. Okay, die Steine gehören hier nicht hin, die habe ich zur Feuerbekämpfung nämlich hier hingeklatscht. Ihr seht hier, ist einmal komplett die ganze Bude in Flammen gestanden. Das habe ich leider nicht aufgenommen, weil ich eigentlich vorhatte hier, seht ihr noch so die Überreste, ist ja hier der Parkett, Echtholzboden hier aus den Tropen importiert. Der war ja auf dieser Höhe, allerdings habe ich oder wollte ich den halt ein Stückchen tiefer machen. Das heißt, ich hätte jetzt diesen ganzen Boden hier mühselig Stein für Stein bzw. Holz Block für Block wegmachen müssen. Deshalb dachte ich mir, bin ich so schlau, und hier ist es noch, zünden wir einfach das Ganze an, dann geht es schneller, ich habe keine Arbeit und so weiter. Dumm war nur, dass anscheinend diese Höhe von drei Blöcken sofort, aber wirklich instant, auf das Parkett im Erdgeschoss drauf zugegriffen hat. Hier noch schön Wolle, hier der ganze Boden, der hier mal war, der ist komplett alles weg. Bücherregal wurde angefressen. Sogar im zweiten Stock, wo ich euch jetzt auch noch nicht zu viel zeigen will, seht ihr, hier hat es auch noch gebrannt. Also es ist vom Keller hier einmal durch die ganze Bude hoch. Und ja, ihr seht schon hier so ein paar Einzelheiten, die zeige ich euch ja gleich, wenn ich alles repariert habe. Ja, so kann das halt gehen hier beim Bauarbeiten, zerstöre ich halt die halbe Hütte, zum Glück ist sie so groß. Naja, wir bauen das jetzt hier, reparieren das Ganze jetzt hier einfach und dann hören wir uns gleich, wenn das hier alles wieder steht. Bis gleich! So, willkommen zurück. Nach ein paar Stunden ist es nun vollbracht. Der Palast ist fertig, und ja, Palast ist wohl nicht untertrieben. Allein die Eingangshalle ist verdammt groß, und wir bestreiten jetzt einfach mal diese schöne Treppe nach oben ins Schlafzimmer. Da hat sich jetzt nichts getan, genauso wenig wie im Ankleidezimmer. Das ist jetzt einfach so geblieben wie im letzten Video. Hier habe ich mir einfach gedacht, stellen wir einfach mal eine Kiste hin. Und ja, Freunde, ihr seht schon, das ist jetzt das Aufnahme- und Let's Play-Zimmer geworden mit ganzen vier Bildschirmen, ein paar Boxen. Und für die Leute, die es interessiert, das sind hier Bilder, nur durch das Texturenpaket werden die als Bildschirme dargestellt. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Auch diese Teile hier, die Boxen, das sind, glaube ich, Dispenser oder so. Die schauen halt hier in dem Texturenpaket einfach aus wie Lautsprecher. Ja, das ist das erste Aufnahmezimmer. Hier geht es dann weiter mit dem Wasserfall. Ein paar Blümchen habe ich hingestellt. Und dann haben wir hier schon den ersten Wohnbereich. Der ist halt gedacht zum, ja, Sonnenuntergang genießen, entspannen, chillen, keine Ahnung. Ja, hier haben wir das Badezimmer mit der Dusche. Und ja, dann gehen wir einfach mal, gehen wir einfach mal nach oben auf die Dachterrasse. Das war ja ein Wunsch von euch, den habe ich euch jetzt auch erfüllt. Hier haben wir nun die Dachterrasse mit einem kleinen Pool. Also wer hat das bitte schon? Das müsst ihr euch mal im Real Life vorstellen. Wer hat bitte ein Dach, darauf dann noch eine Terrasse und noch einen Pool? Also geiler geht's doch nicht, oder? Einfach nur Träume werden wahr. Und ja, hier haben wir dann so einen kleinen Vorraum. Ja, und hier ist dann nun das zweite Let's Play Zimmer, das ist dann irgendwie für die Freundin, wir nehmen natürlich in dem Großen auf, ist ja logisch, und ja, durch diese Haupttreppe, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit diesem Glasblock die ganze Zeit habe, auf jeden Fall über diese gigantische Treppe geht's dann runter, nicht über den Brunnen, sondern dann hier über diesen Gang rüber. Hier haben wir dann auch, ja, keine Ahnung, nichts Besonderes. Dann hier die kleine Küche, die ist wirklich etwas klein geraten. Liegt einfach daran, wir haben ja die Kohle, wir gehen essen, wir lassen uns Essen liefern. Irgendwie Pizza-Service oder so gibt's ja. Und ich meine, warum kochen? Also Kochen wird ja komplett überbewertet. Deshalb gibt's ja nur zwei Kühlschränke und eine Spüle.
So, dann kommen wir dann wohl ins Herzstück von dem ganzen Haus und zwar ins Wohnzimmer. Und da habe ich mir gedacht, stellen wir uns doch einfach eine schicke weiße Couch in den Raum. Und die habe ich aus Quarzstein gemacht, zusammen mit diesem tollen Boden. Das schaut doch einfach 1A aus, oder was meint ihr? Vor allem das Coole ist, ihr chillt hier, nehmen wir mal an, hier legt ihr gerade euch irgendwie hin, wollt Fernseher schauen und dann habt ihr da einfach hinten 6 Bildschirme, wo ihr 6 Programme schauen könnt. Wer hat denn sowas? Hier oben natürlich noch so ein paar Lautsprecher, so viel Detail muss auf jeden Fall sein. Dann haben wir hier noch ein kleines Bücherregal und ja, hier nun der zweite Wunsch von euch, ein Kamin. Und den habe ich mir gedacht, baue ich aus Cobblestone, ist das hier. Hier oben nur mit einem halben Cobblestone und dann hier wieder mit dieser Decke, die diesmal lila ist. Und ganz ehrlich, wie findet ihr das? Also ich finde es einfach nur sehr gemütlich, sehr edel einfach gestaltet. Auch hier mit dem Boden wieder, mit diesem tollen kackbraunen Boden und dem Sofa, was jetzt irgendwie holzfarben ist, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, mir gefällt's. Vor allem, ich bin echt ein Freund von diesem tollen Glas. Das schaut einfach so geil aus. Und ja, schaut auf jeden Fall sehr schick aus, wie ich finde. Und ja, das ist halt so das Wohnzimmer. Hier draußen noch übrigens der Garten. Ist so ein bisschen eingegliedert hier in das Gras, in die Natur einfach. Mit Blick dann natürlich auf die Sonne, die dann irgendwann untergeht. Und ja, hier seht ihr es nochmal so, das Wohnzimmer und so. Und ja, dann gehen wir über das Treppenhaus, worüber ich auch sehr stolz bin, runter in den Keller. Da habt ihr ja noch nichts gesehen. Und zwar geht es hier rechts runter in, ja, den, keine Ahnung, Partyraum, wo ihr dann mit euren Kumpels oder so einen schönen Abend verbringen könnt. Eine kleine Bar, das ist übrigens der dritte Wunsch, den habe ich euch auch erfüllt. Habe ich hier auch hingestellt, 2 Kühlschränke, alles sehr nett beleuchtet mit dieser Ambiente-Beleuchtung. Die habe ich auch übrigens oben verbaut. Hier das Ganze auch alles so ein bisschen, einfach ein bisschen edler beleuchtet. Nicht einfach hier Glowstone hingeklatscht und die Bude ist super hell, sondern einfach ein bisschen, sag ich mal, mit dem Licht ein bisschen gespielt und ausprobiert. Und ja, dann kommen wir jetzt in den Keller. Und zwar habe ich mir gedacht, bauen wir uns doch ein kleines Heimkino rein. Warum ins Kino gehen, wenn man nicht die Leinwand zu Hause stehen hat? Ja, diesmal haben wir hier auch wieder ein paar Lautsprecher verbaut, auch hier links und rechts. Und dann halt diese Leinwand. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, wenn ihr jetzt gerade einen Film schaut, und ja, der so schaut er euren Film und der Film ist jetzt zu Ende, sagt er, okay, Film war geil und so, irgendein Blockbuster gesehen, dann könnt ihr hier das Licht wieder anmachen. Und dann das kleine Highlight an der ganzen Geschichte, hinter euch geht dann, fallen dann 5 Lavaströme von der Decke nach unten und das könnt ihr halt hier mit diesem Schalter an- und ausmachen. Also finde ich eine coole Sache. Hat auch relativ lange gebraucht, bis ich das so hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, das ist der Kellerraum. Hier ist noch so ein kleiner Nebenraum. Und ja, Freunde, das ist die YouTube Money House Villa 2.0. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es mega geil. Es ist einfach, wenn man sich überlegt, so eine Hütte im Real Life, wie krass wäre denn das bitte? Wahnsinn. Also viele haben auch, oder einer hatte glaube ich geschrieben, die Lage vom ersten Haus ist definitiv die coolere, aber das Haus scheint wohl doch das bessere zu sein. Also es ist schon echt, sag ich mal, doch ein Sprung von dem Haus zu dem. Ich habe mich, denke ich, doch ziemlich gebessert, habe noch mehr Details reingepackt und ja, ihr seht selber, es schaut ziemlich fresh aus und ja, ich würde sagen, wir bauen dann im dritten Haus, das kann ich schon mal vorab sagen, das dritte Haus wird dann wahrscheinlich hier entstehen. Werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit Redstone arbeiten, mit Leuchten, mit irgendwelchen Schaltern, dass man ein bisschen noch mehr Details hat, noch mehr Extras und so weiter. Aber ja, schreibt einfach eure Wünsche fürs dritte Haus mal in die Kommentare. Schreibt vielleicht auch ein Baumaterial mal in die Kommentare. Dann schauen wir einfach mal, wie es so weitergeht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal runter in den Keller und schaue einen Film. Ne? Bis dann und ciao.